Hallo Leute, hier sind wieder MacFisto 2051. Mavia, hi. Und Denim. Hallihallo, herzlich willkommen. Nach fast einem Jahr Pause mit Stadt, Land, Fluss online dachten wir machen wieder ein Halloween-Special und wiederholen einfach das von letztem Jahr, hoffentlich mit neuen Buchstaben. Und wir sind ein bisschen raus, wir hoffen einfach, es funktioniert. Eben gab es schon einen Fehlstart, jetzt klappt alles. Probieren wir es mal. Ihr seid bereit und ja. Es kann losgehen. Schauen wir doch mal. Gutes Gelingen. Dankeschön, gleichfalls. Ebenfalls. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung mehr, wie das geht. Ah, gut. Partygetränk. Gott. Ich komme gerade auf gar nichts. Hat schon jemand ein Kostüm mit G? Ja. Boah, nur 115 Sekunden, Hektik. Das ist ein scheiß Wort. Oh Gott, das wird so furchtbar enden. Special Candy, lebensgefährlich. Fällt nichts ein. Hilfe. Oh Gott, oh Gott. Achso, wir hatten ja gesagt, wir machen kein Wort doppelt. Yep. Das hatte ich am Anfang vergessen zu erwähnen. So, der P von N lockt die K mit. Der Psychopath von nebenan lockt die Kinder mit. Irgendwas mit G. Oder wie vermeidet man Halloween? Game over. Ich hab gerade echt einen Blackout. Gibt's ja nicht. Ein eskalierter Streich. Gott, Hilfe. So, hier, das ist eskaliert. Oh Gott, was ein Schwachsinn. Der Psychopath, womit kann man Kinder locken? Mit G. Und womit vermeide ich Halloween? Womit? In Urlaub fahren, ist aber leider nicht mit G. Wir haben noch 30 Sekunden. Ja, ja, hetz doch. Mach ich doch extra. Special Candy. Gott, oh Gott. Das passt nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich hab mal was, aber ihr dürft ja nachher noch bewerten. Wir schauen uns jetzt gleich an, wer was Lustiges eingereicht hat, und dann dürfen auch die Leute ihr Veto einlegen. Da fehlen halt zwei jetzt. Mir fehlt dann noch ein bisschen mehr. So, Halloween-Kostüme. Die garstige Hexe. Ja, ja, so viel zum Wörter mit einem Buchstaben. Ja, ich sagte ja, ich war dafür, dass man das minimal aufweicht. Ja, okay, ich stimme dir zu. Ich brauche das später nämlich auch. Der Geist und ich habe die Gammelmumie. Ah ja, dahin. Das Ort, der Ort einer Halloween-Party, die Gründelsbrauerei. Die ist gut. Die hat wenigstens ein bisschen mehr Platz als in der Garderobe. Und ich hätte einfach keine Ahnung. Hey, die Gruft ist ein geiler Ort für eine Halloween-Party. Da kann sie nichts sagen. Was haben wir? Den Giftcocktail. Ein Gin. Bei mir gibt's die grüne Witwe. Und da merkt man, wer Alkohol trinkt und wer nicht. Schreck des Abends. Gundel Gaukelei, finde ich sehr lustig. Bei mir gibt es eine Geisterbahn. Ja, im Garten irgendwie, ne? Ja. So wie so ein Luftschloss. So, Special Candy. Ich habe die giftigen Gummischlangen. Ah ja. Wegen lebensgefährlich. Geh. Giftig. So. Was ist der Psychopath von nebenan? Lockt die Kinder mit gesundem Gemüse? Und wieder Gemüse. Oh, tut mir leid, das gibt... Achso, schade. Eigentlich müsstet ihr ja jetzt der Punkt abzukriegen. Ihr habt beide Gemüse genommen. Du bist gerade wieder nicht zu verstehen, Mavia. Oh. Ah, jetzt wieder. Gut. Bei mir lockt er halt mit Gummibärchen. So, Vermeidungsstrategien. Die Gelbsucht bekommen anscheinend. Ja, krank werden halt. Ich bin gestern lieber in den Urlaub gefahren, damit ich heute an Halloween nicht da bin. Ja, also.
So, und der eskalierte Streich. Ja. Bei mir gab es halt die Götterdämmerung. Die ist halt eskaliert, aber was soll's. Ja. Wenn die Welt von der Schlange gefressen wird, dann kann man auch kein Halloween mehr feiern. Pech gehabt. Gut, dann gehen wir weiter in Runde 2. Mal gespannt, ob wir jetzt weniger auf dem Schlauch stehen. Das bezweifle ich doch schwer. Das letzte ist mir irgendwie 3 Sekunden vor Schluss eingefallen. Dann schauen wir mal, was für ein lustiger Buchstabe folgt. Bitte kein T. Ein L. Nicht, dass das besser wäre. Halloween-Kostüme mit L. Ein Partygetränk mit L. Fällt spontan überhaupt gar nichts ein. Ja, komm. Wer schon World of Warships zocken kann, der kann sich jetzt auch noch irgendwas überlegen. Schreck des Abends. Keine Ahnung. Special Candy. Habe ich den Schreck des Abends und Special Candy, könnte ich das gleiche nehmen. Verdammt. Lecker. Ich hoffe, ich schreibe das richtig. Das wird langweilig. Aha, man recyceln, würde ich mal sagen. Vermeidungsstrategien. Langsam weglaufen, naja, bringt auch nichts. Also ich bin da richtig schlecht, glaube ich. Es muss nur lustig sein. Gott, oh Gott, oh Gott. Eskalierter Streich. Oh Gott. Ich krieg grad echt gar nichts mehr zusammen. Das ist ein Schwachsinn. Mir fehlt nur noch der Schreck des Abends. Irgendwas mit L. Wovon könnte man mit L erschrecken? Erschrecke ich doch nicht. Ich komme auf keinen Schreck des Abends. Mir fehlen noch 3. Nein. Oh! Ja, dann bin ich ja beruhigt, dass mir nur 1 fehlt. Nur noch 10 Sekunden. Ich komme auf nichts mit L. Okay, vorbei. So, die Halloween-Kostüme. Mevia hat das Lava-Monster. Finde ich sehr schön. Mhm. Nimm eine Leiche und ich habe Lucifer. Ja, kann man. Hat jeder was anderes. So, wie war das mit dem Recyceln? Die Luftschlangenfabrik? Ja. Der Landsitz? Oh, das ist mal. Landsitz nehmen, ordentlich. Ja, da hat jemand Geld. Ich feiere lieber in der Leichenhalle. Wäre thematisch, glaube ich, ja, ja, deswegen passt wieder. Partygetränk, der lausige Lulatsch, dir ist aber auch nichts Besseres eingefallen, oder? Nee. Die Limo. Ja. Ich erschrecke sogar die Leute mit dem Getränk, es gibt Lebertran. Hätte ich dann erschreckt des Abends. Ein liebes toller Zombie. Okay. Bei mir gab es nur Lamas, das war die Lama-Antwort, weil mir nichts eingefallen ist. Dürft ihr gerne wegmachen, wenn es euch nicht passt. Och nö, so ein paar Lamas, die Partys stürmen, alle anspucken. Warum? Special Candy, Leberkäse. Mm. Als Süßigkeit Fleisch, auch nicht schlecht. Leibniz-Kekse. Lebendiges Ungeziefer. Naja, das ist Ungeziefer in Lutschern und so weiter kenne ich ja, aber lebendiges Ungeziefer. Ja, für Halloween, hallo, das krabbelt noch, da kannst du dann so rausschöpfen und dann läuft der noch weg. Noch schön. Ja, hast du zur Hälfte in Schokolade getunkt. Der obere Teil krabbelt noch. Ja, so, danke. Der Psychopath von nebenan lockt die Kinder mit Lutschern, Leberwurst und Luftschlangen. Da habe ich die Luftschlange recycelt. Aha. Vermeidungsstrategie, ein leidendes Gesicht. Ja, dem Partner gegenüber. Ich will nicht auf die Party. Bitte tu mir das nicht an. Ich bin netter, ich fahre in den Liebesurlaub. Weit weg. Naja, nach Thailand vielleicht. Ob das hilft?
So, der eskalierte Streich. Bei mir ist der Lava-Eimer umgekippt. Was wäre das denn für ein Streich gewesen? Lama-Eimer, der nicht umgekippt. Ja, gut, aber wo der jetzt hinläuft, da will hoffentlich keiner mehr stehen. Sonst sind ein paar Füße weg. Ich den Lava-Eimer irgendwie auf der Tür oben vor. Dann würde er sowieso umkippen. Dann ist er halt nicht umgekippt. Such dir was aus. Also, naja. Ihr dürft es gerne bemängeln. Wie gesagt, das geht. Man kann bei dem anderen sagen, nee, das passt mir nicht. Dann macht er bei ihm einfach das Häkchen weg. Lass uns mal durchgehen, weil dann kann man halt der Boden ist Lava spielen, aber... So wie ich es jetzt bei Maywerk gerade demonstriere mit dem Liebesurlaub weit weg. Keine Sorge, habe ich wieder weggemacht. Gut, dann machen wir weiter. Wir haben ja noch zwei Runden. Der Liebesurlaub weit weg war von dir, nicht von mir. Ja, sorry. Habe ich mein eigenes bemängelt, umso besser. Halloween-Kostüm mit K. Die Orte ergeben sich heute von selber bei mir. Wir hatten vor allem noch nichts doppelt. Partygetränk mit K. Oh Gott. Ich hoffe, ich schreibe das überhaupt richtig. Den Schreck, das passt. Schreck des Abends mit K. Oh je, mir fällt wieder nichts ein. Special Candy. Nee, das kommt jetzt doch zum eskalierten Streich. Was denn? Naja, mach den nur. Das war jetzt wieder doppelt gemoppelt, das hatte ich eben schon. Ja, das Problem kenne ich. Womit vermeide ich Halloween mit K? Oh. Ja, das ist eindeutig. Die Vermeidungsstrategie und den eskalierten Streich könnte ich eigentlich beides mal gleich verwenden. Ja, ich könnte den Schreck des Abends und den eskalierten Streich gleichsetzen, aber mir fehlen irgendwie noch zwei. Ja, mir auch. Schreck des Abends. Eskalierter Streich. Kein Komasaufen. Ja. Ganz seltsam. Ich komme auf nichts. Das habe ich schon beim Psychopathen. Kann ich nicht mehr als Special Candy nehmen. Ich komme auf nichts. Der Schreck des Abends. Nee. Ach, jetzt ist mir was eingefallen. Bei Sekunde null. Danke. So. Was haben wir denn schon? Das erste Mal, dass ich alles ausgefüllt habe. Sehr schön. Boah, die Halloween-Kostüme. Dann lest ihr doch mal bitte jemand vor. Da hätten wir doch einerseits die Klatschpresse-Reporter. Oh Gott, ja. Die Küchenfee. Mhm. Und die Killerbiene. Danke. Den Ort einer Halloween-Party. Nehme ich die Kantine. Da ist das Essen auch schon inklusive. Hm. Wow. Nym geht in den Keller, nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Feiern. Und Mephisto geht schon wieder in ein Krematorium. Das ist die Leichenhalle, das passt alles zusammen, oder? Nebenan, ja, von einer Party auf die andere, das ist ein Partyhopping. Partygetränk. Cola. Also, das ist schon sehr grenzwertig. Können auch einfach ein Kirschwein servieren oder Kalua, was auch immer das ist, kenne ich. Ich hoffe, das schreibt man auch mit K und nicht mit C. Ich bin mir nicht sicher. Kalua ist so ein Cremelikör, oder? Ja. So Kaffeelikör, glaube ich sogar, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob man es mit K oder mit C schreibt. Sagen wir mit K. Genau wie die Cola. Ja. Das ist eine deutsche Marke, eindeutig. Der Schreck des Abends. Krämpfe. War wahrscheinlich irgendwas im Essen. Nym fällt ins Koma. Wenn einer über den Durst getrunken hat, genau. Ja, das kann einer Party tatsächlich einen Dämpfer verpassen. Und Mephisto
hatte keine Ahnung. Der feiert lieber ohne irgendwelche Schrecks. Special Games ist gefährlich. Wir haben immer gefährlich. Moment mal ganz kurz, wir verstehen dich wieder nicht. Kann ich leider nichts dran ändern. Versuch's nochmal. Ja. Jetzt geht's wieder. Sehr schön. Wir haben hier Special Candies. Ich übersehe leider immer das lebensgefährlich. Nimm offenbar auch. Der Serie wird nämlich Kit Kats. Mephisto wenigstens komatös starke Alkohol-Candies. Ja. Das Koma zieht sich auch durch diese Partys, oder? Offenbar. So. Psychopath von nebenan. Er lockt die Kinder mit Kinderschokolade. Kätzchen. Die habe ich mir diesmal gespart. Die hatte ich letztes Jahr schon. Da waren Säcke voller Kätzchen. Nee, jute Säcke voller Kätzchen. Ach ja, das war irgendwas. Ja, in der Richtung war da. Kaugummis. War einfach. Vermeidungsstrategien. Jetzt wird's interessant. Krokodil-Wrestling. Das macht eindeutig mehr Spaß als Halloween-Partys. Krank werden. Ja. Kautabak-Geschenke an die Kinder. Ja, das ist dann etwas mehr die Langzeitstrategie. Kommt die nächstes Jahr hoffentlich nicht wieder. Ja. Eskalierte Streiche. Kreidefressen wörtlich genommen. Klopapierschlacht. Das eskaliert. Okay. Kanonenbeschuss geht schief. Okay. Ja, das sind halt ein paar leider ein paar Leute auf der Party getroffen worden, aber. Oh. Ja, gut. Dann ab in die letzte Runde. Die dürfte uns dann der liebe Nim vorlesen. Oh, oh Gott. Das will ein Z. Hilfe. Ein Halloween-Kostüm mit Z. Na gut, ach, das haben wir jetzt wahrscheinlich alle, oder? Deswegen variiere ich es ein bisschen. So, einfach weil ich das Thema habe, mache ich das hier ebenfalls wieder. Partygetränk. Gott, ein Alkohol mit Z. Darf ich googeln? Nein. Schreck des Abends. Oh, das ist immer das gleiche Wort. Oh Gott, oh Gott. Schreibt sich auch irgendwie anders da. Da hat hier noch irgendwo ein H mit drin. Womit könnte der Psychopath die Kinder locken? Mit Z. Das ist ganz einfach. Okay. Schön alt. Oldtimey. Aber das Special Candy. Das war leicht. So, von womit lockt der Psychopath die Kinder? Also ich habe einen totalen Blackout. Also richtig. Z ist krass. Ich hab jetzt 4, nee, 5. Doch 4. Verdammt, ich kann noch nicht mal mehr zählen. Und wir haben schon nur noch 40% der Zeit und weniger. Vermeidungsstrategien. Nur noch ein Drittel. Partygetränk. Eskalierter Streich mit Z. Ich komme auf nichts. Ach Gott. Warum muss jedes scheiß Wort, das mir einfällt, mit Zombie losgehen? Eskalierter Streich. User disconnected from your channel. Oh, da ist jemand geflogen. Nein, Nim ist weg. Na gut, er hat nur 6 Sekunden verpasst. Ich hoffe, die machen den Braten jetzt nicht fett. Hoffen wir mal, dass er gleich wieder kommt. Und dann gehen wir das zusammen durch. Och nee, jetzt ist bei ihm alles weg. Das ist natürlich ungünstig gelaufen. Okay, er wird wohl nicht mehr das Rennen schlagen, aber er hat ja eh öfter leider leer Felder. Ich hoffe, er kommt wieder. Dann schauen wir mal. Dann müssen wir mal schauen.
was wir mit Z haben. Also, du hast die Zombie-Großmutter und nicht die Zombie-Braut. War ja klar, scheiß Zombie. Ort der Halloween-Party, die Zwiebackfabrik. Oh, sehr nett. Ich bin lieber im Zoo. Ja, auch schön. Partygetränke ist mir jetzt leider nichts eingefallen. Bei mir gibt's Zwiebelschnaps. Ja, der ist auch gut. Der Schreck des Abends. Zirrhose, oh Gott. Eine Zirrhose ist bei mir aufgetreten auf der Party. Sehr unangenehm. Special Candy. Ja, wie war das mit dem Nichts doppelt verwenden? Das ist schon wieder Zwieback. Ach, die Zwiebackfabrik, das habe ich schon gesehen. Ne? Ja, ich lasse es dir durchgehen, bei mir kommt auch gleich was doppelt. Zwieback und die Zuckerbombe. Extra viel Zucker, extra süß. Natürlich. Dann ist sie auch extrem lebensgefährlich. So, bei dir die Kinder mit Zuckergebäck und bei mir mit Zuckerstangen. Mhm. Da habe ich dann was doppelt. Ja. Yep. Und ich gehe an Halloween lieber in den Zirkus. Ah, stimmt. Zirkus, Zoo, verdammt. Sehr gut. Und jetzt benutze den Zwergstreichel-Zoo. Ja. Ja, stell du dir mal so ein paar Durins vor, die du da hast, damit die Leute die streicheln können. Glaubst du, die lassen das lange auf sich beruhen? Nein. Also. So ein paar kleine Monsterviecher, ne? Hm. Oh, Hand weg. Gut, dann sehr schade für Nim, der auch bis jetzt nicht wieder aufgetaucht ist. Dann schauen wir uns noch einmal den Endstand an. Oh, dass die gesamten Ergebnisse auch abgezählt werden, ist erschreckend. Haha. Oh, wir kriegen Punkte. Ich habe 2 Victory Points bekommen, die irgendwie neu eingeführt wurden. Mhm. Du einen, interessant. Nimm jetzt leider nichts, aber bei 4 Runden und noch 110 Punkten hätte das, glaube ich, schon kaum schaffen können, jetzt noch aufzuholen. Nee. Statistisch gesehen nicht. Also, du häufig Blackout gehabt. Ja, war lustig, dass er mitgemacht hat. Sehr schade, dass er jetzt weg ist. Wahrscheinlich das Internet oder so. Sogar aus dem Teamspeak ist er geflogen. Ja, wenn du schon aus dem Teamspeak fliegst, dann ist schon irgendwas ganz böse daneben gegangen. Ja. So, dann schauen wir mal. Hier immer die gleiche Punktzahl. Die giftigen Gummischlangen haben mich ein bisschen vorgeboostet, weil dort keiner was hatte. Ja, stimmt. Das gibt die Götterdämmerung auch. Ja. Und der umgekippte Lava-Eimer war noch sehr hilfreich. Das sind schon 30 Punkte zusätzlich. Ne, es waren 3, das sind 60 Punkte, weil keiner was hatte. Ja, du bekommst auch normalerweise 10 pro Antwort. So hast du 10 zusätzlich, also 30 insgesamt. 60 Punkte jeweils, aber 30 zusätzlich. Dann hier noch einmal Zwiebelschnaps, ist ebenfalls noch einmal. Ja, die Zirrhose hat dir auch ordentlich geholfen. Ja, das waren 10 Punkte extra für mich. Und dein Zirkusbesuch in der Streichelzoo. Ja. Zwergstreichelzoo. Zwergenstreichelzoo, meine Güte, ich sollte mal richtig lesen. Das wäre bei dir zu viel verlangt, glaube ich. Tja. Du hast immer ein bisschen eilig. Ja. Ob der Zwerg das mag, dass du in den Bart kraulst, das sehen wir dann noch. Hackt er dir halt die Hand ab. Da wird direkt die Axt rausgepackt. Gut, also vielen Dank. Die Folge gibt es dann für euch jetzt heute am 1.11. zu sehen, mittwochs. Wir haben sie natürlich vor Halloween aufgenommen, damit sie passend ist. Und am Freitag kommt dann wieder eine Terraria-Folge und demnächst bestimmt nochmal eine Stadtland-Fluss-Folge mit einem neuen Motto. Ich dachte, Halloween ist der 31.10. Soll ich die Folge dann heute Abend raushauen? Wäre sinnvoll, groß ist sie wahrscheinlich nicht. Boah, dann gibt es die Folge halt doch schon heute Abend, also am 31.10. passend zu Halloween. Dafür kommt dann morgen keine Folge und am Freitag gibt es wieder eine Terraria-Folge. Und demnächst aber trotzdem nochmal mindestens eine Stadtlandfluss. Hoffentlich dann wieder mit Nym, vielleicht Valgion und mal schauen, wer sonst noch Lust hat. Wie wird sich schon Leute finden? Genau. Immer mindestens 3, eher 4 oder 5, wäre auch mal cool. Dann vielen Dank nochmal, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst noch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr weitere News und Infos wollt, schauen bei Twitter rein. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder. Bis denn. Ciao. Bye.